Bei der Übung jetzt gerade geht es mir darum, dass man eben dieses Drama, was ich bei vielen beobachten kann, die ihre Hunde aus dem Auto lassen, dass man das einfach aufs Mindeste reduziert und zwar eigentlich gar nicht mehr hat. Es gibt dann nichts mehr zum Diskutieren. Wenn die Kofferraumklappe auf ist, dann heißt das ja eigentlich nur, dass die Kofferraumklappe auf ist und nicht gleich, yippie-yay, die Stalltür ist offen und die ganze Pferdeherde saust davon. Und das ist diese Action, die wir überhaupt nicht gebrauchen können. Weil dann kommt gerade zu der Zeit ein Jogger vorbei oder meinetwegen kommt ein Auto schnell vorbei oder Radfahrer. Das sind alles Sachen, die können wir nicht gebrauchen. Ich möchte, dass die Hunde entspannt, ruhig und zivilisiert aussteigen. Und wenn ich mehrere Hunde habe, dann tue ich den Deckel aufmachen, verlange von allen, dass die drin bleiben, korrigiere sofort denjenigen, der versucht rauszuspringen, den ich hier an der Brust nehme und so leicht zurückdusche. Aber ich starre, wie gesagt, den Hund nicht an, weil ich gucke eher auf meine Hand. Und dann warte ich ein bisschen und beobachte, welcher dieser Hunde ist am ruhigsten. Und in dem Falle war es vorhin Alfie, dann habe ich erst den Alfie zuerst rausgebeten und auch da ist gut, wenn ihr ein Ritual habt. Das heißt, du bist gemeint. Also sage ich halt, Alfie, schau und aussteigen. Und dann kriegen die anderen fürs Warten, wenn sie wirklich schön gewartet haben, Leckerchen. Und dann warte ich noch ein bisschen. Ich warte einfach. Und dann schaue ich, wer von den beiden ist noch recht entspannt. In dem Falle hat sich der Arthur sehr, sehr zusammengerissen, sehr ruhig genommen. Und dann habe ich ihn gebeten mit Arthur, schau und aussteigen. Dann habe ich kurz gewartet, habe Rapunzel noch ein Leckerchen gegeben, sodass sie so schön gewartet hat. Und dann darf ich mit Rapunzel schauen und aussteigen und dann Gretel. Und noch dazu habe ich dann schon mal, wenn ich das der Reihenfolge nach mache, habe ich dann auch Hunde, die einfach aussteigen und dann gleich einigermaßen ruhig sind und nicht so aufeinander immer gleich sich zum Spielen auffordern, machen und tun und überhaupt und kaum Action, sondern hier läuft erstmal alles viel ruhiger und zivilisierte ab. Und hier natürlich haben wir jetzt hier einen jungen Hund, der Arthur, dem auch noch mal so ein bisschen schlecht wird beim Autofahren und der kann es natürlich nicht erwarten, rauszuspringen, wie man es gerade sehen kann. Gut, und es geht darum, dass man auch da Normalität reinbringt, dass man auch einfach mal am Auto rumhängt mit dem Hund. Also ich würde dann auch einfach mal die Klappe aufmachen. Die Klappe aufmachen und sich dazusetzen und dann checke ich vielleicht was am Handy oder putze mir noch die Nase oder ziehe mir einfach die Gummistiefel an, die ich für den Spaziergang brauche. Oder spreche irgendwas in die Kamera, so wie jetzt. Einfach nur, dass man diese Sachen mal üben kann. Er kann eigentlich machen, was er möchte, halt nur keinen Versuch starten, rauszuspringen, wie jetzt zum Beispiel. Großer Hund, wenn der liegt, liegen die Füße draußen. Aber das wäre mir ziemlich egal. Er soll halt einfach im Kofferraum bleiben. Die Hunde brauchen keinen Sitz machen, die brauchen keinen Platz machen, sie brauchen auch kein Bleibkommando kriegen, weil es ist einfach ein Grundgesetz, dass wir einfach im Kofferraum bleiben. Egal, ob die Tür auf ist oder nicht, das ist mir total egal.
Alfie, ein Schön. Rapunzel, hopp. Gretel, einsteigen bitte. Einsteigen. Gretel, hopp. Gretel, komm. So, Lili, komm mal her. Einmal, einmal hochheben, bitte. Einmal hochheben. Das ist lässig.